Auch gut. So, scheinbar kehrt das Spiel gerade zurück. Schön, dass ich wieder da sein darf. Der Router hat tatsächlich etwas. Deswegen kann es sein, dass die Verbindung mal abbricht. Das Ganze ist leider mitten im Tempel passiert. Ist das schade? Zeigt, aber machen wir schon Speicherpunkt Feierabend. So, muss nicht runterfallen, danke. Ich würde schon vorher Feierabend machen, auf CFC spielen. Oh, die versinken langsam. Die Karte des Dungeons. Oder dann. Aber die Karte haben wir ja schon. Schlüssel oder Kompass? Dungeon-Item zu früh. Rechnet. Golden Schmuck. Das ist okay. Also haben sie irgendwie rübergekommen. Da unten hin. Ich hab sie bestimmt verloren. Ich bin's, Ferry. Gut, dass ich dich treffe. Könntest du mir einen Gefallen tun und nach meiner Bombentasche suchen? Auf der anderen Seite des Felsen und plötzlich diese Monster auftauchen. Dann bin ich abgehauen und hab sie dabei verloren. Kann man nur den Buch mitnehmen. Hier ist er einsetzen. Und jetzt ist das Schwimm nicht komplett aufgeschmissen. Okay, wir bringen ihm die Bombentasche und dann bekommen wir die Bombentasche, wa? Kamen wir. Also eigentlich Sinn. Dahin oder dahin. Und ich jetzt super so will, die nächste Speicherstatue. Einfach graben und nichts, gar nichts tun. Alles klar, ich weiß auch, was hier zu tun ist. Von aller Voraussicht nach. Da brauchen wir eine Donnerbombe für. Haben wir leider nicht. Link, warum springst du? Gott. Das war nicht gewollt. Oh, hier ist auch ein Riss in der Wand. Da müssen wir nochmal hin irgendwie.
Okay, der Gedanke, das war diesen Ball da anhauen, war vielleicht nicht verkehrt. Aber derzeit hat nicht. Aber da kommen wir auf jeden Fall durch und da müssen wir auch durch. Andere Möglichkeiten haben wir jetzt gar nicht. Guck mal, die Bombentasche. Der blaue Vogelfeder erhalten. Diese kostbare Feder kann man nur mal in demselben blauen Vogel finden. Oh, oh. Auch seltene Feder. Sollte er wobei. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Machen wir es mit dem mal. Kommen wir hier hoch. Wollen wir daran vorbei oder sonst noch was? Wollen wir hier noch eine Kugel hin? Leider nicht so wie gedacht. Geht leider auch nicht. Wir kommen hier auf jeden Fall beliebig oft durch. Gehst du mal? Danke, gehst du mal. Was wir noch nicht versucht hatten, war das hier. Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwas bringt. Ah, warte mal. Ich weiß gar nicht, ob das sogar mit Bewegungsstörung einfacher wäre. Schon Spaß mit diesem Teil. Okay, wir kommen gut an. Sehr gut an Routine.
Okay, jetzt bin ich hier drin, aber weiter. Hier ist keine Bombentasche. Kann die Bombe nicht mit nach oben nehmen? Ah, Moment, warte mal. Klar, daran habe ich gar nicht gedacht. Genau. Einfach Puff machen lassen. Okay. Alexa Frost. 3 auch noch. Hey, ich bin ein paar Bären, grüß dich. Der eine hat eine starke Richter, der andere linke. Gott. Gerade ein bisschen spannend. Kampf gegen 2 ist das was. Wobei ich gestehen muss, ich habe noch nicht den Roboter 1. Jetzt haben wir hier 2 perfekt auf dem Markt. Ich hab über diesen Roboter gerade noch was Tragisches passiert. Okay. Ich bin überhaupt nicht echt so laut. Okay, ich kann es ja mal noch separat runterziehen, pass auf. Generell alles sonst lauter. Legator etwas niedriger. In Minecraft Hardcore ist dir was Schönes passiert, habe ich gehört. Du hast eine Bombentasche gefunden. In dieser nützlichen Tasche kannst du Donnerblumen mit dir herumtragen. Das Vordringen an Orte, die sonst verwehrt bleiben. Frage Ferry, ob sie dir leid. Wo war denn deine Base? Hast du Puff gemacht? Jemand verraten, was passiert ist. Und ich kann so viel sagen, wenn es dann machen, dass man einmal im Monat respawnt. Also ab dem 1.8. wieder. Meine Bombentasche! Vielen, vielen Dank. Dann gib sie mal her. Moment, ich sollte dir leiden, damit du tief in den Vulkan gehen kannst? Nun hast du mich auf der Suche nach einem Freund ein bisschen gewagt. Fällt mir ein, hast du meinen Kumpel gesehen? Ja, er macht sich sogar Sorgen um dich. Also, er hat sich Sorgen um mich gemacht, das tut mir leid. Du machst dir bestimmt auch Sorgen um meine Freundin, was? Aber ich würde gerne wissen, wo. Und wie hast du sie? Viel Spaß damit. Eine Bombentasche erhalten. Ich wäre sie dir netterweise überlassen. Beseitigen mit ihr Hindernisse. Bitte meine Bombentasche mit deinen Freunden findest. Das ist der Weise. Warte, ich habe was vergessen. Tasche ist leer, also nimm die hier. 5 Bonnen. Wirf sie oder roll sie, um Objekte in die Luft zu sprengen. Den Bomben, die du unterwegs findest, für später mit. Wenn du keine Bombe mehr hast, kannst du die Tasche auch damit sammeln. Hier werden da bis zu 10 reinpassen. Cool. Alles noch da, alles grün, alles online. Gut.
Also die mittlere Säule, ne? Die sieht schon aus, als wenn wir die irgendwie beseitigen müssen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das... Okay, interessant, die explodieren gar nicht, wenn man die aus der Tasche holt. Okay, wenn ich mich verspotte, ist es eigentlich... Oh, der hat ein seltenes Item dabei. Hätte ich gerne gehabt, aber... Oder eher gesagt, Bautest. Richtung Bergläufe kommt man ans Berg, ein Berg. Da baust du auf. Oh Mann, ey. Gizmo, bleib doch einfach liegen. Dankeschön, Gizmo. Okay, so, aber... Auch wenn noch ein Raid kam... Ich wollte schon ewig... Feierabend einläuten. Eins kann ich noch machen. Bevor wir den Wurfen Feierabend gehen. Wusch, dass die Stelle auf der Maschine immer kalt ist, ne? Schluchten, eine Oberfläche, eine, wo ich reingrabe und eine, bei der ich mich abnehme. Oh. Ja, dass ein Creeper war, wie das wusste ich schon. Der ganze Lucien dabei hast. Wunden. Jawohl. Warum geht das denn? Herz. Ja, die brauche ich gerade dringend. Halleluja. Ich weiß nicht, ob das gerade ein optionaler Weg hier ist, aber... Nebenbei noch einen Krug zerstört, auch gut. Hier bekommen wir unsere Kugel leider nicht... Bei Void a second. Man soll nie, nie sagen, ne? Da kommen die auch nicht. Egal, komm. Guck mal.
Mauer rutscht gerade platt. Und jetzt brauchen wir tatsächlich unseren Käfer. Ja, gehst du. Was? So, kleinen Moment, Gizmod gerade Mikrofon abgerissen. Mikrofonarm fast verbogen. Wenn der Kater auf dem Schreibtisch pennt und einfach runterfällt. Genial. Okay, hat funktioniert. Aber es sieht aus, als wenn das hier eher Hauptbereich ist, wo es weitergeht. Aber da hinten ist auch tot. Wir haben Angst vor dem Käfer. Ja, musste ja irgendwo in eine Richtung weitergehen. Hat mal eine logische Kontrolle. Weißt du, was wir machen, den ganzen noch drin, ne? Okay, der scheint aber auch rauszugehen, ja. Ja, ist klar. Nur mal erklären, wie das funktionieren soll. Ich meine jetzt nicht steuerungstechnisch. Jetzt hier wieder so. Für einen. Für alle. Ah, das. Anders. Okay, nette Attacke. Holzkiste im Vulkan. Aber hey, Ruine für uns. So, der Walzen war einfach platt. Ah, okay. Oh, jetzt mal hinten. So, diese Glibberfrosche machen mir tatsächlich mal Sorgen. Aber welche, die nicht der Rede wert sind. Ich
Also manchmal sage ich Link, also aus der anderen Richtung schlage und es schlägt trotzdem 4, 5, 6 Mal aus der gleichen. Wo ich nicht verstehe, warum. Bomben! Nein, die Karte! Ich diesen Bereich schon vorher gucken. Ja, mach's halt. Ich habe das Gefühl, der Boss hat schon mit der Schlange zu tun. Mit dem Exafon. Kerne, auch gut. Aber wir müssen nur noch wieder von unserem kommen. Wieder im Wolkenhort sind. Wäre unsere Rubine. Ah, immerhin zwei Herzen. Der will irgendwo drunter. Ja, das war so klar. Danke, Phoenix Link. Die Felsen respawnen sogar. Irgendjemand fügt ihn nach. Kleines Loch heißt für mich. Tasche zücken. Lass doch mal die Schleuder in Ruhe. Oh, und rollen. Nichts. Okay. Aber nee, warte mal, wir können ja durchkrabbeln. Den hier machen. Aber jemand war jetzt so gemein, auf unserem Rettungsweg Felsen zu verteilen. Dass wir uns dann nicht verstecken können. Da links siehst du. Und einmal Bumm machen bitte. Okay. Jetzt aber bitte. Ja, wenn man mit auf den Bogen spielt, sieht man viel mehr als das Auge vermag zu glauben. Peace.
Wo geht's auch? Nächste Frage, wie entschärft Link denn die Donnerblume? Wollte sein, auf Nummer sicher gehen ist. Bin mich imposant mit dem Drachen. Vielleicht zwei Dinge, wie man sagt. Wie bekommen wir das Ding da auf? Haben wir dafür das Drache auf, also spucken? Oh oh, ich bitte an der Falle. Du hast einen Drachenschuss erhalten. Da will sich. In sich verschonen Sache wurde aus einem strahlenden Gold gefertigt. Wenn ich das so sehe. Los und werde von der Kugel haben. Bedingt anders. Haben. Ja, dann. Gut, dass wir es geklärt haben, wa? Gut, dass die Falle eben leichter machen. Und nicht an. Hätte ja sein können, dass ich töte. Aber Link ist too fast for you. Das war jetzt aber. Warte mal. So, wieder ein. Bisschen komisch, aber. Oder erwartet uns auch mal jemand, den wir schon kennen? Treffen wir hier endlich auf Zelda. Wir werden sehen. Ah, okay, der Drache hat die Kugel also nicht. Ich habe dir was zu berichten. Ich spüre selbst auch einen. In dieser Kette gehen starke Erschwingungen aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass er mit ihrer gefesselt wurde, liegt bei 500. Ich rate zu alles. Machen wir das? Wir kommen näher. Überraschung, Fels. So trifft man sich wieder. Oh nein, wie unhöflich. Ich habe deinen Namen vergessen. Das ist auch unhöflich. Geh mir kurz zu mir. Sei mir mein Unaufhängen hat länger, dass sie dich die Heilige Maid gefangen haben. Ich erinnere dabei, was muss ich sehen?
Das Gemeinnützige der Göttin kommt mir zuvor. Dieses Schoßchen der Göttin, sie hat sie einfach mitgenommen. Er braucht sie doch, um meinen König zu befreien. Entschuldige. Aber jetzt verstehst du sicher, warum ich etwas ungehalten bin. Ach, was soll's, Alter. Ich habe es nicht eilig. Es ist genug Zeit. Spüre die Flamme meines Zorns. Glühender Höllenfels, Belladama. Entschuldigung. Ja, Link, guckst du dir an, ist okay. Ich denke mal, in dem Moment, wo er den Mund aufmacht, wollen sie, dass meine Bombe wirkt. Genau so. Okay, verstehe. So, gehört noch mehr dazu. Jetzt habe ich die Beine in die Hand, Link. Jawohl, und er ist hier oben. Jetzt muss ich schon mal Bomben sammeln. Na ja, komm, renn da rein, dann passt das schon. Ein Höllenfels, naja. Ja, okay. Ich glaube, den kriegt man gut hin, auch ohne Schaden. Und einen jetzt haben wir ja verloren, weil wir selbst nicht bin. Toll! Und tschüss! Noch fressen bitte. Noch mehr Versuch und dann besiegt.
Spiel interessiert ihn also nicht. Oder sie kann ja auch ein weiblicher Name sein. Da bin ich mir jetzt gar nicht mal so sicher. Gott. Komm, dann lässt du ein bisschen Felsen fließen auch jetzt. Wie bitte, was? Was ist das denn, der schummelt? Okay, das ist natürlich interessant. Taktikwechsel. Okay, ich nutze die Zeit mal lieber, um ganz nach oben zu rennen. Das macht er nämlich auch jetzt. So. Finde ich gut, dass man sich Bomben auffüllen kann. Gehen wir wieder ein bisschen oben hin und dann fällt er runter. Und so, wie es hat. Eigentlich gar nicht drauf gehen. Wie logisch, ne? Aber ich gehe drauf. Genau, direkt wieder geheilt und zwei Herzen weg. Man kennt es. Wie alt ist das jetzt? Ja, doch, so ein bisschen geschehen. Also eins von Girahims Handlangern. Macht uns zumindest stärker. Dank Herzkunden. Tada! Sand, das ist mal was anderes als einfach nur so ein großer Raum. Kreisförmig zumeist. Wo dann gekämpft wird. Nicht schlecht, das gefällt mir sogar sehr. Da mein Schatz, ich komme, Prozess nicht kommen. Tut sie wirklich? Links, sag doch was.
Ich habe es euch schon interessiert. Halten, noch eure Aufkommen kontrollieren müsst. Das tut mir leid. Wie das? Viel zu spät, wenn ich das schon dabei vertan hat. Fähigkeiten reichen nicht aus, um sie alle zu beschützen. Gefällt nicht, was ich sage? Kommen wäre bei Resellis in Händen unserer Feinde. Hat keinen Sinn, das Ganze schöne Worte zu verpacken. Du warst zu langsam und hast Zelda im Stich gelassen. Zelda musste weiterreisen, um ihre Bestimmung zu erfahren. Wenn du auserwählter Zelda helfen willst, muss die Prüfung die vor dir liegende bestehen. Nur so erreichst du nötig. Ja, komm, Zelda, leg dich hin. Hast du es verstanden? Quelle des Erdenlandes. Und wir bekommen ein blaues Juwel. Ich bin sogar ziemlich sicher. Wieder diese Sprache verwenden die Götter vor langer, langer Zeit. Hör die Worte nun übersetzen. Hör gut zu. Gelb. Okay. Was die Bernsteintafel erhalten sie. Aus schwerem Stein gefertigt und scheint sehr alt zu sein. Okay. Wie es dann großartig von weitergeht, erfahren wir dann im nächsten Donnerstag oder Samstag. Machen das relativ kurz und knapp jetzt. Bisschen haben wir. So, wir hatten leider ein paar Internetzusammenbrüche, was schade ist. Kann ich nicht verhindern.
So, ich kann auch jetzt den Abspann komischerweise nicht nutzen. Hä? Geh los. Aber geh los. Das hier sollte es eigentlich sein. Okay. Gott, jetzt haben wir's. So. Weil wir mal raiden können. Eine technische. Whitey ist noch online. Super Smash Bros. Ich denke mal, es ist nicht zu sagen. Schauen wir, wie Whitey auf die Nase kriegt. Also, okay. Oder wie er anderen auf die Nase gibt. Ich würde mich freuen, wenn er dann auch kurz Hallo sagt. Wenn ich es auch nicht. So. Ja. Jedenfalls sage ich. Mal auf Discord an und auf Twitch. Und würde mich freuen, wenn ihr dann halt einschaltet. Woche. Samstag 18:30 Uhr. Dein erstmal. Seid dabei. Kurz und knapp. Ciao.